Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. Guten Tag, liebe Kollegen. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz vor dem letzten Heimspiel des Jahres vom Halleschen FC am Freitag 19 Uhr gegen den FC Hansa Rostock. Cheftrainer Rico Schmidt hat Platz genommen wie gewohnt. Wir haben heute Verstärkung bekommen im Podium. Jemand, den ich gar nicht vorstellen muss, ist aber trotzdem tue. Herrn Ulrich Mappes, der uns im Anschluss an den sportlichen Teil auf die Hallensaison einstimmt, nämlich auf den Hall Plus Cup. Dazu dann also später handeln wir erst das aktuelle sportliche Geschehen ab mit unserem Cheftrainer. Und Herr Rössler hat das Wort, ohne Mikrofon heute, glaube ich. Wollen wir mal neue Plätze schaffen, Herr Bachmann? Herr Bachmann, sehr gut. Dann gucken Sie misstrauisch. Ne? Erwartungsfroh, auch gut. Ja, Flutlichtspiel, die letzten Flutlichtspiele liefen ja sehr gut. Jetzt kommt Rostock, zuletzt 5 Tore geschossen. Ja, da steht ein Spektakel vor der Haustür sozusagen. Das ist eine defizite Aufgabe. Ja, Rostock reist an, letzten 2 Auswärtsspiele gewonnen, sowieso stabil, sehr stark auswärts gespielt, sehr erfolgreich gespielt letzte Woche. Zu Hause gegen Fortuna Köln nach 0-2 Rückstand das Spiel noch drehen können. Das spricht schon für die Substanz, für die Qualität des Gegners. Für uns gilt es, die sehr, sehr guten Momente, speziell dann auch zweite Halbzeit aus Magdeburg, diese kämpferische Seite, dass wir die wieder rausholen, dass wir dieses letzte Heimspiel 2017 für uns nutzen, einen positiven Abschluss zu finden. Und natürlich dann noch entsprechend auch in die letzten anstehenden schwierigen Aufgaben mit dem notwendigen Selbstbewusstsein und möglichst natürlich auch mehr Punkten als aktuell angehen zu können. Das ist ja jetzt schon relativ früh das letzte Heimspiel im Jahr. Ja. Es ist deshalb umso wichtiger, hier einen Dreier zu landen, weil man das dann womöglich das Erlebnis oder die Fans schleppen das Erlebnis dann mit sich rum bis zum Januar. Ja, das ist natürlich immer, da wird ja logischerweise viel hineininterpretiert. Wir haben morgen 1. Dezember und dann ist es schon das letzte Heimspiel. Ich kann nur sagen, meine Mannschaft wirkt sehr aufgeräumt, sehr, sehr auch griffig und bissig im Training, auch mit diesem ordentlichen Auswärtsspiel, auch wenn wir das Derby für uns nicht gewinnen konnten und auch keine Punkte holen konnten. Aber wir haben an dem Thema nichts ist unmöglich gearbeitet bis zum letzten Moment. Hätten wir uns auch einen Punkt verdient in Magdeburg. Und das wird morgen Abend keinsterweise ein anderes Spiel werden. Es ist ein kämpferisches Spiel. Wir wollen das Spiel hier zu Hause gewinnen, das letzte Heimspiel. Und natürlich auch unseren Fans nochmal ein Spektakel bieten, ja, und möglichst mit dem glücklichen Ende für uns. Letzte Frage. In den letzten Wochen ragte vor allen Dingen in der Offensive Martin Röse heraus, ist auch, glaube ich, in der Torschützenliste intern ganz vorn. Mhm. Vielleicht können Sie ein paar Worte über seinen Status in der Mannschaft verlieren und über seine Entwicklung in dieser Saison, weil die ging ja nicht so gut los, wenn man mal ehrlich ist. Der Gesamtmannschaft, der ist ein Abbild davon oder kann man parallel ziehen und ich freue mich auch für ihn persönlich, dass er gerade jetzt in dem letzten Auswärtsspiel in Magdeburg, wo es doch die robuste Note erst zum Anfang, er ist ein Feingeist, er ist ein kreativer Spieler und mit einer guten Spielfähigkeit ausgestattet, dass er dort gegengehalten hat, mit seiner Mannschaft, aber für ihn auch für sich persönlich. Ja. Der Martin ist ja mittlerweile auch ein gesetzter Spieler in jede Richtung und da ist natürlich die Erwartungshaltung natürlich auch eine andere, ja? Dass wir an diese Leistung, wie er es jetzt auch in Magdeburg gezeigt hat, die so kämpferisch, aber auch im Ärmel hochkrempeln als Leistungsträger, als Führungsspieler im weitesten Sinne immer wieder auch von Anfang an Gas gibt. Ja. Sie haben jetzt schon angesprochen, Hansa Rostock jetzt auch am letzten Wochenende ja so eine wirklich furiose Aufholjagd hingelegt, 5-3 gewonnen. Kommt Rostock da jetzt ein bisschen zur Unzeit oder ist es gerade schön, eben so einen Gegner dann auch hier im Stadion zu haben, der höchstwahrscheinlich richtig offensiv auch mitgehen wird?
Ja, offensiv mitgehen, sehr spielstarke Mannschaft. Ja, der Rahmen wird morgen auch wieder ein anderer sein. Das war letzte Woche unheimlich schwer, Fußball zu spielen. Das war erstmal auch Fußball arbeiten im Kontext, aufgrund auch der Witterungsverhältnisse, der Platzbedingungen in Magdeburg. Und wir treffen jetzt auf einen Gegner, die schon auch sehr spielstark sind, gut sortiert sind von meinem Kollegen Dotschev, die jetzt da eine sehr ordentliche Runde spielen. Und das wird von der ersten Minute an, wollen wir dort anknüpfen an die letzte Minute in Magdeburg mit eben dem glücklichen Ende für uns. Marvin, auch wenn er jetzt nicht die ganz große Torgefahr ausgestrahlt hat, allein durch seine Dynamik hat er ja Löcher gerissen, Gegner gebunden. Ja. Er wird jetzt fehlen. Welche Idee haben Sie denn, um diesen Ausfall jetzt zu kompensieren? Ja, zum einen bestätigt das auch nochmal in meiner Wahrnehmung die Situation in Magdeburg, wo ich sicherlich nicht ganz korrekt als Trainer, von Trainerseite her, mit den Linienrichter dort begleitet habe und ihm mitgegeben habe, dass das keine rotwürdige Aktion ist. Leider hat er jetzt 3 Spiele bekommen, trotz Einspruch. Da wird auch die letztjährige Saison in Anspruch oder in Ansatz gebracht. Da hat er ja auch schon eine rote Karte sich leider abgeholt gegen Mainz, zweite Mannschaft. Und das wird dann in dem Strafmaß entsprechend gebunden. Was haben wir für Alternativen? Helve hat zuletzt auch vor allen Dingen zu Hause für Furore gesorgt und mitgeholfen, an dem Thema Heimsieg zu arbeiten. Wir haben den Niklas Landgraf, Brayden Manu, Martin Ludwig, der sehr, sehr ordentlich, auch alle Beteiligten, die ich genannt habe, gut unterwegs sind, gut trainieren, gut arbeiten, auch diese Woche. Und da haben wir auf jeden Fall noch die eine oder andere Option, die Möglichkeit, da dieses Delta zu schließen. Jetzt hat es mehrere Heimsiege in Folge gegeben. Wie lang muss so eine Serie sein, damit man vielleicht das unterbewusst dann so als Vorteil hat? Ich bin da eher ein Mensch, der jetzt nicht zu viel über Serien diskutiert und spricht. Wir müssen nur die Serie ausbauen und dann kommt es meistens anders, als man denkt. Ja, ich erinnere an den Februar letzten Jahres, oder diesen Jahres besser gesagt. Es geht für uns, wir wollen das Heimspiel gewinnen. Wie groß die Serie ist, positiv wie negativ, wir wollen das Heimspiel gewinnen. Und das möchte ich auch sehen von unserer Mannschaft, von meiner Mannschaft, dass wir hier auch unseren Fans morgen Abend nochmals bieten gegen einen sehr, sehr guten Gegner, die für sich ja auch jetzt mittlerweile auch eine Fantasie entwickeln, weiter hochzurutschen und spekulieren und gucken und die Fans. Und wenn wir in Halle gewinnen, dann sind wir noch ganz, ganz vorne dabei. Und das gilt es einfach für uns mitzunehmen und sagen, bei uns gibt es keine Punkte zu holen. Punkt. Alles erledigt zum aktuell sportlichen Teil. Es scheint ganz so. Dann freuen wir uns auf den Ausblick auf den Budenzauber und würde das Wort direkt an Herrn Mappes übergeben. Sie auch? Ja. Klar. Darüber. Dann vielen Dank und auch herzlich willkommen. Wie bei der Bundespressekonferenz ein bisschen, ja? Dabei geht es nur um ein Hallenturnier, allerdings ein sehr traditionelles, also das traditionelle Hallenfußballmasters des HFC steht an. Und das findet 2018 am 5.1. wieder in der Erdgas-Sportarena statt. Wir sind froh, dass wir das auch so im nächsten Jahr gemeinsam mit dem HFC organisieren können, da ja der Rahmenterminplan im Fußball allgemein in dieser Saison sehr eng gestrickt ist, wie Sie wissen. Bundesliga fängt schon am zweiten Wochenende an, die dritte Liga am dritten Wochenende im Januar. Und da ist also wenig Zeit für Hallenfußball. Ich denke, in Mitteldeutschland gibt es momentan auch eigentlich nur 4 Turniere noch, die dort ausgetragen werden. Der Hallische Fußballclub spielt sein eigenes eben am 5. Januar. Es wird ausgetragen mit 8 Teams, die an dem Turnier teilnehmen. Neben dem Gastgeber HFC gibt es erstmals
eine zweite Mannschaft des HFC, die dort mitspielen wird, nämlich ein All-Star-Team vom HFC, von ehemaligen Spielern, die allerdings jetzt noch in einer sehr guten Verfassung sind. Würde ich dazu noch ein bisschen was sagen. Als Gäste sonst sind eingeladen Carl Zeiss Jena, der erste FC Lok Leipzig. Und dann gab es eine Aktion mit Fupanet, wo sich Vereine bewerben durften, die gerne mal mit an dem Hallenfußballturnier teilnehmen wollten. Und dort gab es eine enorme Resonanz, haben sich über 35 Vereine beworben. Und wir haben dann vier ausgewählt, die hier in der Region zu Hause sind. Da spielt dann Blau-Weiß Döler mit, Niedlehm, der Sportverein Lieskau und Blau-Weiß Farnstedt. Wird dort in zwei Gruppen gespielt. Die Gruppeneinteilung würde ich Ihnen nachher noch auch zur Verfügung stellen. Also der Hallische Fußballclub spielt mit Carl Zeiss Jena in einer Mannschaft und das HFC in einer Gruppe und das HFC All-Star-Team mit dem 1. FC Lok Leipzig. Das All-Star-Team wird zusammengestellt von Dieter Strotzniak und dem Hartmut Meinert. Und das umfasst Spieler wie Darius Wosch, die dort mitspielen, oder Nico Kanitz, Daniel Ziebig, der Tom Persich. Also alles Spieler, die ehemals beim HFC gespielt haben und auch noch in der Lage sind, ich sag mal, ordentlichen Hallenfußball zu bieten, auch von ihrer Physis her. Also es ist jetzt nicht geplant, dass Bernd Pransch in der Mannschaft spielt, obwohl er viele Verdienste hat für den HFC. Aber ich glaube auch so wird das ganze Turnier ein bisschen aufgelockert und wir werden dort sicherlich ordentlichen Hallenfußball erleben. Und wie ich den Trainer Rico Schmidt ja seit Jahren schon kenne, ist das ja ein Trainer, der jetzt den Hallenfußball nicht als, soll ich mal sagen, negativ beurteilt, sondern er sieht es als eine gute Möglichkeit, auch neben dem Training Belastung für seine Spieler unter einer interessanten Atmosphäre zu organisieren. Korrigiere mich, wenn ich da was falsch sehe, aber das sind meine Erfahrungen, die ich mit dir nicht nur beim HFC oder auch in den Offenbach früher gemacht habe. Deshalb ist das immer ein angenehmes Zusammenarbeiten. Joa. Kartenverkauf, wann, wo, wie, ab wann? Wo? Ab, wollte ich sagen, der Kartenvorverkauf beginnt heute, ist online möglich, ansonsten in den bekannten Kartenvorverkaufsstellen in Halle. Gut, gibt es noch Fragen zum Hallenfußball? Alles geklärt? Dann vielen Dank Ulrich Mappes, vielen Dank Rico Schmidt. Drückt uns die Daumen für morgen, wir sehen uns im Stadion. Bis dann. Dögel, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft.